ein faszinierendes Projekt. Ink Still Wet. Junge Komponisten werden eingeladen. Anhand von Talentproben machen wir eine Auswahl. Und sie werden dann Gelegenheit haben, mit einem Spitzenorchester, dem Tonkünstlerorchester, diese Werke zum Erklingen zu bringen. Also auch selbst zu dirigieren, einzustudieren. Und dieser Prozess zwischen der Notation und dem realen Klang ist etwas, was für jeden jungen Komponisten sehr signifikant ist. Das kann große Folgewirkungen haben. Dann vor allen Dingen, wenn man merkt, man kann doch an der Notation noch feilen, man kann noch präziser aufschreiben, was man hören möchte. Diese Interdependenz von Notation und Klang, das ist der Gegenstand dieses Projekts. Und das ist weltweit einmalig. Und es gehört zu den Features von Grafenegg, das hier zu beheimaten. Der entscheidende Punkt ist ja, dass man am Anfang immer unter dem Vorbild steht, großer Komponisten, gegenwärtiger Komponisten oder auch traditioneller. Und auch manchmal ein Vorbild so in die eigene Musik aufnimmt, dass es fast verschattet, dass es da auch ein eigenes Ich gibt. Diesen Punkt muss man überwinden. Man muss dann musikalisch einmal sagen, ich, und daran festhalten, etwas aufzuschreiben, woran man selbst glaubt, woran man auch gemessen werden möchte. Manche erreichen das nie und diejenigen, die es erreichen, die machen dann ihren Weg. Jeder soll ein etwa 7-minütiges Stück vorlegen, eine komplette Partitur mit einer Analyse selbst, natürlich der Vita. Und dann werden wir aus den Einsendungen, mögen 20, 25 sein, bis zu 6 Teilnehmer heraussuchen, anhand des Eindrucks, der Lektüre dieser Partituren. Und ich höre, dass es in den vergangenen Jahren kein Problem war, da eine gerechte und gute Auswahl zu treffen.